Hi Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unseres Hörbuches zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Wenn dir dieses Hörbuch der Fanfiction gefällt und du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das jetzt auf Patreon tun. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Kapitel 170 Die Prüfungen Zweiter Teil. Hermine hatte heute wenig gefrühstückt. Ihre Kehle war wie zugeschnürt und sie hoffte, dass sie bei der mündlichen Prüfung nachher fähig war, überhaupt ein Wort herauszubekommen, bestenfalls noch die richtige Antwort. Eine Stunde lang hatte sie in einem menschenleeren, kalten Gang vor einer Tür gesessen und gewartet. Das war die längste Stunde ihres Lebens gewesen. In einer Mappe hatte sie die Beurteilung, die Kopie ihres Ausbildungsvertrages bei Severus und ihr Abschlusszeugnis von Mungos dabei. Anstatt sich zu beruhigen, schlug ihr Herz immer schneller, bis die Tür sich schließlich öffnete. Entweder hatten die Prüfer schon die ganze Zeit lang in dem Raum gewartet, dachte sie, oder sie waren über das Flohnetzwerk in das Zimmer gelangt. An ihr vorbei ist in der einen Stunde jedenfalls kein einziger Mensch gekommen. Miss Granger! Ein rundlicher Mann von kleiner Statur war herausgetreten. Hermine war so sehr bei der Sache, dass sie aufsprang und sich wie in der Schule voll und ganz dem Lehrer unterordnete. Der Mann lächelte freundlich. Mein Name ist Georgi Popovich. Er reichte ihr die Hand, die sie schüttelte. Ich werde Sie mit 3 weiteren Kollegen mündlich prüfen. Sie nickte, bekam aber kein Wort heraus, weil ihr Herz sich irgendwo in ihrem Hals befand. Sind Sie aufgeregt, Miss Granger? Seine gutherzigen Augen beruhigten sie. Ein bisschen, sagte sie kleinlaut. Niemand wird Sie auseinandernehmen, Miss Granger, wenn Sie bitte eintreten würden. Aus Höflichkeit hielt er die Tür auf. Der dahinterliegende Raum wirkte wie eine Mischung aus Klassenzimmer und Gerichtssaal. 2 weitere Männer und eine Frau befanden sich hier und unterhielten sich gelassen. Sie saßen hinter einem erhöhten langen Tisch, vor dem ein einziger Stuhl stand, auf dem sie sehr wahrscheinlich Platz nehmen sollte. Mr. Popovich erlangte die Aufmerksamkeit seiner Kollegen, die erst ihn, dann sie betrachten. Guten Morgen, Miss Granger. Grüßten die 3 und natürlich grüßte sie zurück. Die Dame hielt die Hand auf und fragte, während ihr Blick auf die Mappe in Hermines Händen gerichtet war. Darf ich? Die Dame begann sofort zu lesen, während die anderen Herren mit ein wenig Smalltalk zunächst für eine angenehme, entspannte Stimmung sorgten. Sie haben Ihre Ausbildung bei Professor Snap absolviert? Über die Frage wunderte sie sich, denn das war allein schon dem Antrag zur Prüfung zu entnehmen, den Severus ausgefüllt hatte. Dann wurde ihr bewusst, dass man sich nur ein wenig unterhalten wollte, weswegen sie nickte. War er Ihre erste Wahl? Fragte einer der Herren. Nein, Sir. Ich wollte ursprünglich bei Barnaby Bellby beginnen, aber er musste aus gesundheitlichen Gründen ablehnen. Oh, Barnaby Bellby, sagte der große Mann mit dem aufgeplusterten schwarzen Bart. Ich kannte ihn sehr gut. Es war ein Schock, von seinem Tod zu hören. Mr. Bellby hat mir 2 Tränkemeister empfohlen, sagte Hermine. Einer davon war Professor Slughorn. Hier blickte die Dame von Hermines Unterlagen auf. Bei Professor Slughorn habe ich meine Ausbildung gemacht. Warum haben Sie sich für Professor Snape entschieden, wenn ich fragen darf? Ja, warum? Fragte sich Hermine selbst.
Zum Glück überbrückte Professor Popovich ihre ausbleibende Antwort, denn er scherzte. Naja, Professor Slughorn ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch Schüler annimmt. Er blickte den unscheinbar wirkenden Professor mit der Knubbelnase neben sich an, der daraufhin mit den Schultern zuckte. Aber die Qualität beider Professoren ist die gleiche, versicherte Popovich. Immerhin hat Professor Snieb wiederum seine Ausbildung bei Professor Slughorn bestritten. Daran konnte sich Hermine erinnern, denn Severus hatte ihr davon erzählt. Ihre Unterlagen wurden von der Frau an die Kollegen weitergereicht und jeder verschaffte sich einen Überblick, las die Beurteilung, die Severus ihr gegeben hatte, und auch die vom Mungus, während die anderen Fragen stellten. »Ist es wahr, dass Sie nur 4 Monate mit Professor Snape gearbeitet haben?« fragte der mit dem üppigen Bart. »Das ist ungewöhnlich, dass er Sie jetzt schon zur Prüfung anmeldet.« »Ja, das kann ich erklären. Eigentlich arbeiten wir schon seit insgesamt 14 Monaten zusammen, aber ohne Vertrag. Anfangs haben wir viel zusammen recherchiert. Das musste alles nachmittags stattfinden, denn vorher war ich noch im Mungus beschäftigt«, erklärte Hermine. Popovich schaute respektzollend auf. »Sie sind immer nach einem Ausbildungstag im Mungus zur Eilerin zu Professor Snape gegangen?« Sie nickte, weswegen er nochmals in den mitgebrachten Unterlagen blätterte. Er fand das, was er gesucht hatte, las still ein paar Zeilen und sagte dann: »Und trotzdem haben Sie beim Mungus Ihre Prüfung nicht nur mit einem Ohnegleichen abgeschlossen, sondern mit einem phänomenal. Miss Granger, Sie scheinen ein Naturtalent zu sein.« Hermine musste lächeln, weil sie sich an einen Moment erinnerte, in dem Severus zu Lupin gesagt hatte, sie wäre durchaus ein Naturtalent, aber im Reden. »Danke, Sir.« »Und was lese ich hier?« Popovich deutete mit dem Finger auf eine bestimmte Stelle. »Die Birstnote haben Sie aufgrund einer Abschlussarbeit über die geschmackliche Veränderung des Wolfsbandrankes erhalten?« Er blickte fragend auf, weswegen Hermine diesmal nicht nur nickte, sondern ein paar Worte verlor, damit man sie nicht für unhöflich hielt. »Ja, Sir. Ich habe mich dafür einer Methode bedient, die in der Muggelwelt gang und gäbe ist.« »Aromastufe«, las Popovich laut vor. Der Bärtige winkte ab. »Solange es sich nur um eine theoretische Arbeit handelt, sollten wir das nicht in die Prüfung einfließen lassen.« Popovich hielt dagegen. »Nein, mein lieber McFadden, laut des Berichts von Professor Snape wird dieser veränderte Wolfsbandtrank bereits seit einigen Monaten erfolgreich verwendet, ohne dass die Wirkung des Trankes gelitten hat.« Er blickte Hermine an und wollte eine Bestätigung. »Das ist doch korrekt, Miss Granger?« »Das ist korrekt, ja. Ein lieber Freund von mir nimmt den regelmäßig seit Monaten ein und konnte keine negativen Veränderungen feststellen.« »Sie haben den Trank gebraut?« fragte der rundliche Herr. »Das war von Professor Snape aber sehr verantwortungslos.« Sie verteidigte Severus. »Oh nein, er war ja immer dabei. Ich habe den Trank gebraut und er hat zugesehen. Wäre mir ein Fehler unterlaufen, dann wäre er sofort eingeschritten.« Sie erwähnte nicht die ein oder zwei Gelegenheiten, wo sie den Trank tatsächlich ganz alleine hergestellt hatte. Die Dame am Ende des Tisches öffnete nun eine eigene Akte und las darin, bevor sie das Wort an Hermine richtete. »Ich sehe, dass Sie kürzlich beim Ministerium ein Patent im Bereich Tränke angemeldet haben.« Die Prüfer waren äußerst gut informiert, dachte Hermine. Sie erinnerte sich an das, was Severus gesagt hatte, nämlich nur knappe Antworten in Bezug auf ihr Projekt zu geben. »Ja, Madame.
Ich stelle den Trank in Zukunft bei der Körperschaft der Zaubertränkemeister vor. Wirklich? Popovic schien begeistert. Ihn mochte Hermine bisher am meisten. Er hatte ungefähr Severus Alter. Dann werden wir Ihren Vortrag eventuell schon im Februar hören können. Er zwinkerte ihr ermutigend zu. Sie nickte, gab aber zu bedenken. Selbstverständlich nur unter der Voraussetzung, dass ich die Prüfung bestehe. Der rundliche Prüfer hatte als letztes Hermine Unterlagen gelesen. Ihn interessierte eine Sache besonders. Während Ihrer Ausbildung sind Sie mit äußerst seltenen Zutaten in Berührung gekommen. Er schaute nochmals nach. Mit dem Ei eines chinesischen Drachens zum Beispiel? Hermine bestätigte wortlos. Wie hat die Schale gerochen? Wollte er plötzlich wissen. Nach Zitronensäure und Schwefel. Man konnte auch etwas verbranntes Horn wahrnehmen. Plötzlich machten sich alle ein paar Notizen, bevor die Dame fragte, warum konnte man Zitronensäure riechen? Als sie den Tag, an dem sie mit Severus den Trank gebraut hatte, Revue passieren ließ, stellte sie fest, dass er ihr damals beiläufig genau dieselben Fragen gestellt hatte, fast als hätte er sie bereits seit Anfang an auf den heutigen Prüfungstag vorbereiten wollen. Diese Drachenart frisst Zitronengras en masse, was sich geruchlich nicht nur in einem Ei niederschlägt, sondern zum Beispiel auch im... Sie stockte und überlegte, ob diese Information nicht zu viel des Guten wäre. Doch Severus hatte ihr bereits beigebracht, dass nicht beendete Sätze unhöflich waren. Auch im Kot der Drachen. Sie haben mit der Eierschale welchen Trank zubereitet? Fragte der Prüfer mit dem flauschigen Bart, auch wenn es im Bericht stehen musste. Den Adlerauge, einen alten asiatischen Trank, der damals Anwendung bei den Wachen der chinesischen Mauer gefunden hat, um Feinde in der Umgebung besser sehen zu können. Popovic lächelte bei Hermines genauer Ausführung freundlich, bevor er fragte, haben Sie den Trank getestet? Ja, Professor Snape und ich haben ihn abends an uns ausprobiert. Sie geriet ins Schwärmen. Wir konnten die Krater des Mondes erkennen, mit bloßem Auge. Das war unbeschreiblich. Wieso haben Sie bei dem Adlerauge mit goldenen Löffeln gearbeitet und nicht wie üblich mit silbernen? Dass die mündliche Prüfung bereits voll im Gange war, hatte Hermine gar nicht begriffen. Denn ihr kam es vielmehr wie eine interessante Unterhaltung unter Zaubertränkemeistern vor. Na, weil Silber mit dem extrem schwefelhaltigen Eiweiß des Dracheneis, das noch an der Haut der Eischale haftet, reagieren würde. Unmengen an Schwefelwasserstoff würde freigesetzt werden. Zusammen mit dem Silber vom Löffel entsteht auch noch Silbersulfid, was dem Trank einen metallischen Geschmack verleiht und somit unbrauchbar machen würde. Und den teuren Löffel gleich noch mit dazu. Warum aber goldene Löffel? Ein goldener Löffel reagiert magisch mit dem feuerfesten Kessel aus dem Panzer der Feuerkrabbe. Dem Löffel passiert rein gar nichts. Er ist gegen chemische Reaktionen jeder Art magisch geschützt. Wieder notierten sich die vier Prüfer etwas, blätterten ab und an in ihren Unterlagen und notierten erneut etwas. Hier steht... fragte der rundliche Mann mit der Knubbelnase, dass sie auch mit dem magischen Apographon gearbeitet haben? Hermine stutzte, denn sie verstand nicht, was der Mann meinte. Schnell übersetzte sie Apographon und kam auf Nachschrift oder Kopie. Sie meinen das Papier? Fragte sie, während sie ihre Unsicherheit überspielte. Ja, das magische Papier für die Fernverständigung. Das haben mein Professor und ich zusammen hergestellt. Bestätigend nickte sie, fügte aber noch schnell hinzu. Und es hat funktioniert. Dann haben sie sogar mit magischen Wasserhyazinthen und mit Drachen-Eidotter gearbeitet? Das ist richtig, ja. Hermine erzählte ein paar Einzelheiten dieser Arbeit und konzentrierte sich auf die kniffligen Momente, die sie gemeistert hatte.
Das war's leider schon wieder mit der heutigen Ausgabe unseres Hörbuches zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Über einen Kommentar würden wir uns natürlich besonders freuen. Sollte dir das Hörbuch so gefallen, dass du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das ab jetzt auf Patreon tun. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ciao, bis zum nächsten Mal.